Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zum nächsten Tag in unserem Adventskalender-Öffnungsspecial und gleichzeitig im Bastelmarathon am Start hier. Jeden Tag eine geile Bastelorgie. Das heißt, wir haben am Schluss 24 nice Gimmicks hier, die wir dann unter dem Weihnachtsbaum platzieren können. Oder an ihm natürlich dran. Wir sind heute an Tag 2, 4, 6, 8, 9, 10 angelangt. Und wir machen unseren geilen Weihnachts-Adventskalender auf und schauen uns an, was heute... Oh, ich brauche gar nicht ganz öffnen. Die 10 ist direkt hier vorne. Und, wir haben so ein größeres Päckle heute hier am Start. Das könnte heute werden, ne? So, was ist draußen drauf? Ein Hase. Sind wir denn schon auf dem Wege zu Ostern? das ist ein Plüschhase. Wie süß. Oh, nice. So. Hier oben ist noch irgendwas. Okay, Gimmicks. So, das heißt, Schachtel, die gelbe Hasenschachtel habe ich nun entleert. Jetzt haben wir hier zwei wunderschön flauschige, schöne Wattebäulchen. Einen kleinen, einen großen. Wofür ist das wohl? Einmal der Torso, einmal der Kopfpart. Damit können wir gleich unseren Hasen bauen. Und hier ist noch Accessory drin. Das bedeutet, wir haben hier zwei fleischigartige Segmente für die Ohren und die äußeren mit Foam behaftete Ohren auch. Dazu kommen noch zwei Kulleraugen, die gar keine Kulleraugen sind, denn es sind nur schwarze Punkte, weil beim Hasen oder beim Kaninchen wird es halt so sein, dass er so eine Farbe ist. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen wieder unser Heißkleber. Das ist unser Godlike-Kleber hier. Und werden jetzt hier erstmal schauen. So, ich würde sagen, hier ist eine abgeflachte, vielleicht ist es Zufall durch die Verpackung, eine abgeflachte Area. Das heißt, das wird unser Standfuß werden. Und wir werden uns jetzt hier ein bisschen nach vorne bewegen. Also werden wir hier jetzt, ich habe das schon vorbereitet, auch wenn ich draufgetreten bin, werden wir das jetzt hier aneinander kleben. Das können wir auch mit andersartigen Kleber machen, aber wir benutzen hier unsere Geheimwaffe und das ist der Heißkleber. So, das heißt, dran damit, Wattebäuschel draufdrücken. Wir werden nun ein wenig warten, bis der Klebstoff fest geworden ist. So gut, ja. Ja, so, ja. So, guckt, jetzt haben wir hier schon den Vorbau des Hasens zusammengeballert. Ja, es hat gut funktioniert. So, sieht schon wirklich schnuckelig aus, oder nicht? Also wirklich klein und fein. Sieht schön aus, ne? Ist ein schönes, flauschiges Teil. Passt ja auch jetzt zur Weihnachtszeit. Ein bisschen Schnee, wenn wir es mal haben sollten. Eigentlich ist es immer nur Sturm und Regen. Ja, aber ich sehe schon, meiner kippt immer nach vorne, die Sau. Ja gut, das ist halt ein besoffener Hase, ne? Ha! So, jetzt steht er wie eine 1. Okay, was braucht aber unser Freund noch? Der braucht erstmal zwei Glubschis. Das heißt, wir müssen zwei Augen positionieren. Das heißt, wir schauen jetzt, wo vorne ist. Hier ist vorne. Und dann gehen wir mit einem bisschen Abstand, geben wir jetzt den ersten Klebepunkt dran, um dort unseren Klebeauge dran zu setzen. So, Klebeauge Nummer 1 ist gesetzt. Und jetzt gucken wir, dass wir ein Stück weiter nach links dort Klebeauge Nummer 2 setzen. So, zack. Jetzt nehme ich das und klebe das zweite Auge auch noch fest. Jetzt könnte man eher sagen, das sieht jetzt gerade aus wie ein Schneemann, oder nicht? Ne? Ich finde, es sieht eher aus wie ein Schneemann jetzt gerade, der ja auch zur Weihnachtszeit gut passen würde. Um aber jetzt unseren Hasen auch zum Hasen zu machen, werden wir ihm hier hinten natürlich noch ein wenig die Löffel servieren. Das heißt, wir platzieren jetzt hier einen Klebepunkt für die Löffelchen. So, number one, Löffel number one. Okay. Sieht immer noch ein bisschen aus wie ein Schneemann, finde ich. Jetzt nehmen wir Löffel Nummer 2
Ich lasse die beiden Freunde jetzt so ein bisschen konisch nach innen laufen, denn Hasen oder Karnickel legen ja die Ohren auch meistens an. Ja, irgendwie sieht es noch nicht so richtig aus wie ein Häse, ne? Naja, okay. Sieht aber schon mal aus wie ein Fabeltier, ne? Das ist ja schon mal etwas, ne? So, und nun geht es darum, dass wir hier jetzt natürlich noch ein paar Akzente setzen. Das heißt also, in diesem Bereich der Ohren werden wir jetzt simulativ Haut simulieren, indem wir hier auch einen Klebpunkt setzen und dort etwas aufkleben. So, ja. Das gleiche tun wir auf der anderen Seite auch. So, und nun haben wir hier unseren Hasen für heute Morgen, unser Karnickel, unseren Hasen etc. kredenzt. Sieht schon süß aus, ne? So, und jetzt versuche ich ihn auch noch, dass er stehen bleibt. Komm schon, Digga, du schaffst das. Tada! So, das heißt, heute haben wir einen Hasen kreiert, der zur Weihnachtszeit natürlich auch nicht fehlen darf. Der aber eher so den Fokus auf Ostern, glaube ich, gesetzt hat. Aber schön, hier ist ein Schneehase, ein Schneekarnickel, heute von uns gebastelt worden. Wunderbar. Kommt gut in diesen schönen Tag heute und erfreut euch, dass wir wieder mal einen Tag zum Weihnachtsfest hinter uns gebracht haben. Und ein neuer, wundervoller Tag steht vor uns. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.